Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Das war ja mal wieder ein turbulenter Handelstag am Freitag. Der DAX ist doch recht ordentlich in den Handelstag gestartet bei 7.735 Punkten, hat dann aber zu einer regelrechten Achterbahnfahrt angesetzt. Es ging zeitweise runter bis auf 7.627 Punkte. Wir sehen hier den langen Schatten der Kerze. Am Ende konnte sich der DAX dann aber doch bei 7.708 Punkten ins Wochenende verabschieden. Heute ist der DAX dann wieder etwas schwächer zurückgekehrt. Der Handel ging los bei 7.654 Punkten, also wie erwartet unter der 7.700-Punkte-Marke. Das technische Bild, das bleibt damit weiterhin noch völlig neutral. Der DAX bewegt sich ziemlich konsequent in einer Handelsspanne zwischen 7.560 und 7.780. Mit dem Ausbruch vom Montag vor einer Woche können wir diese Handelsspanne auch noch ein Stückchen nach oben ausdehnen, bis auf 7.860 Punkte. Früher oder später wird der DAX auch aus dieser Handelsspanne ausbrechen, darauf kann man sich schon mal verlassen. Natürlich wäre es wünschenswert, dass er nach oben ausbricht. In diesem Fall sollte dann anschließend zunächst das Jahreshoch bei 7.871 Punkten herausgenommen werden. Dann wäre auch wieder durchaus Anschlusspotenzial bis zum Allzeithoch bei 8.151 Punkten gegeben. Allerdings ist aber auch ein Ausbruch nach unten möglich. Oder vielleicht verschiebt sich die Untergrenze der Seitwärtsbewegung auch einfach nur noch ein Stückchen nach Süden. Zum Beispiel bis auf 7.450 Punkte. An dieser Marke hatte sich der DAX im letzten Quartal 2012 ja mehrere Monate lang abgearbeitet. Solange der DAX aber nicht nachhaltig darunter fällt, muss aus dem Antesten der Marke auch nicht zwangsläufig eine Trendwende entstehen. Besonders glücklich wäre ein Wiedersehen mit den 7.400 Punkten aber trotzdem nicht. Aber gut, wir sind davon ja auch noch ein ganzes Stück entfernt und den Teufel an die Wand meinen will ich auch nicht. Außerdem liegen davor ja auch noch ein paar Pufferzonen, allen voran die 7.600-Punkte-Marke. Und genauso gut könnte der DAX ja auch nach oben ausbrechen. Im Großen und Ganzen ist es zurzeit aber wirklich nicht einfach. Derartige Chaosbewegungen, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, machen den DAX nur schwer berechenbar. Nachdem in dieser Woche aber einiges an Daten- und Zahlenmaterial ins Haus steht, allein 8 DAX-Unternehmen präsentieren in dieser Woche ihre Bilanzen, könnte sich vielleicht schon in den nächsten Tagen endlich eine nachhaltige Richtung abzeichnen. Und eine nachhaltige Richtung hatte sich zuletzt auch bei der Aktie von Morphosis abgezeichnet. Innerhalb von 4 Tagen ist das Papier über 14% in die Tiefe gerauscht auf Schlusskursbasis. Zwischenzeitlich ging es sogar über 19% nach unten. Also von gut 34 Euro bis auf 27,57 Euro im Handelsverlauf am Freitag. Allerdings konnte sich die Aktie mit einem Schlusskurs von 29,44 Euro aus dem Handel retten. In diesem Bereich scheint sich das Papier heute auch etwas zu stabilisieren. Fundamental gab es eigentlich keinen Grund für den Kursrutsch, charttechnisch allerdings schon, obwohl man auch sagen muss, dass eine so heftige Reaktion schon ungewöhnlich ist und auch schwer zu kalkulieren. Denn eigentlich sah es bei der Morphosis-Aktie zuletzt richtig gut aus. Das Papier hussiert bereits seit letztem Herbst. Es ging hoch von 16,05 Euro bis auf 35,94 Euro. Dieses Allzeithoch hat die Aktie am 20. Februar markiert, also noch gar nicht so lang her. Rund um diesen Hochpunkt hat die Aktie allerdings seitwärts notiert und dabei hat sich auch das Antesten der kurzfristig wichtigen Unterstützung bei 34 Euro als verhängnisvoll erwiesen. Gleich am nächsten Tag hat die Aktie mit einer Kurslücke nach unten eröffnet. Die Abwärtsdynamik, die dadurch ausgelöst wurde, ist wirklich sehr extrem. Auf dem Weg nach unten hat die Aktie auch gleich mehrere Unterstützungen über den Haufen geworfen, so zum Beispiel die Haltezone bei 31,20 Euro und auch die Unterstützung bei 29,20 Euro wurde durchbrochen, heute aber bereits wieder zurückerobert. Also heute notiert die Aktie knapp darüber bei 29,30 Euro. Wobei man sagen muss, im Handelsverlauf ging es ja bereits runter bis auf 28,77 Euro. Ein nachhaltiger Bruch könnte die Aktie sogar bis auf 26,70 Euro zurückbefördern. Was tun also mit der Aktie? Eine derartige technische Gegenbewegung innerhalb eines doch intakten Aufwärtstrends verleitet natürlich dazu, sie als gute Einstiegsgelegenheit zu bewerten. Allerdings müssten hier doch schon noch einige Widerstände rausgenommen werden, um von einer Erholung auszugehen. Gerade im Moment ist das Papier doch ein sehr heißes Eisen, was man aber durchaus beobachten sollte.
Werfen wir zum Abschluss noch einen schnellen Blick auf die Aktie von Nokia. Die blickt nämlich gerade ebenfalls in den Abgrund. Der Indexanbieter Stocks hat kurz vor dem Wochenende seine Auswahl korrigiert zulasten von Nokia. Die Finnen müssen ihren Platz im Eurostoxx 50 für EADS räumen. Das gefällt den Anlegern natürlich ganz und gar nicht. Die Aktie verliert heute im Handel bereits über 3%, hat auch mit einer Kurslücke nach unten eröffnet bei 2,66 Euro. Der Chart sah auch vorher nicht besonders gut aus, was bis Ende Januar wie eine Erholungsbewegung aussah, entpuppt sich langsam aber sicher zu einer Trendumkehr. Mit dem Bruch der Marke von 2,80 Euro ist die auch bereits eingeläutet worden. Rein charttechnisch spricht gerade einfach alles gegen einen Einstieg bei Nokia. Wer schon oder immer noch investiert ist, sollte sich also spätestens bei 2,45 Euro die aus dem Papier verabschieden, also die Reißleine ziehen. Das war der Chartblick auch schon wieder für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.